Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Oskar Dänhardt, Der Kuckuck. Als Gott der Herr die Tiere auf Erden erschaffen und jedem Tiere seine Wohnung angewiesen hatte, fügten sich alle in den Willen des Herrn und waren zufrieden mit dem Platze, den sie erhalten hatten. Nur der Kuckuck murrte und fand an allen Plätzen, die ihm angeboten wurden, etwas auszusetzen. Das Dach, auf dem der Storch nistete, war ihm zu luftig, die Wiese, wo der Kiebitz wohnte, zu nass, die Furche, die der Lerche zugewiesen war, zu niedrig, der Dachfirst, unter dem die Schwalbe ihr Nest baute, zu eng. Da war der liebe Gott zornig und sprach: So wähle dir selbst einen Platz, der dir mehr behagt. Nun machte sich der Kuckuck auf die Suche, aber nirgends fand er einen Platz, an dem er nicht irgendetwas zu tadeln gehabt hätte. Und so ist es gekommen, dass er bis auf den heutigen Tag heimatlos herumirrt, seine Eier in fremde Nester legt und seine eigenen Kinder nicht kennt.